Kurzer Atem, stechender Blick, stählerner Wille. Mit über 60 Jahren muss sich Jamie Lee Curtis immer noch der Attacken des berühmten Halloween-Psychopathen Michael Myers erwehren. Jamie Lee Curtis, die große, unzerstörbare Hollywoods? Seit ihrem Leinwanddebüt im ersten Halloween-Film 1978 hat sie sämtliche Frauenstereotypen verkörpert, die das Kino zu bieten hat. Königin des Horrorfilms, Sexsymbol, femme fatale, unterwürfige Ehefrau, Prostituierte mit großem Herzen. Doch durchgesetzt hat sie sich wegen ihres Humors, ihrer natürlichen Klasse und weil sie nichts auf Konventionen gibt. Jamie Lee Curtis hat ihren Filmfiguren Kultstatus verliehen. So konnte sie ein großes Publikum erreichen, ohne in die Fallen einer über 40 Jahre währenden Karriere zu tappen. Doch wie stellt man es an, den Zwängen Hollywoods so beharrlich zu widerstehen? Im Oktober 1978 kommt Halloween, die Nacht des Grauens, in die Kinos. Der Film revolutioniert das Genre. Regisseur John Carpenter und Drehbuchautorin Deborah Hill haben einen neuen Typ Monstrum geschaffen. Den maskierten Mörder Michael Myers mit seiner dämonischen Silhouette. Dem gemeingefährlichen Psychopathen stellen sie eine zurückhaltende, unauffällige Babysitterin in den Weg, Laurie Strode. Das Publikum lernt ein neues Gesicht kennen. Eine Darstellerin, die zum ersten Mal fürs Kino spielt, Jamie Lee Curtis. Look where? Behind the bush. I don't see anything. Bei der Besetzung für dieses B-Movie waren drei Mädchenrollen zu vergeben. Die Aufgeweckte, die Cheerleaderin, die Ernste. Sie rechnet damit, als Aufgeweckte besetzt zu werden. Aber zu ihrer großen Überraschung erhält sie die Rolle des ernsten Mädchens. Regisseur John Carpenter und Drehbuchautorin Deborah Hill hatten an Jamie Lee Curtis eine verletzliche Seite entdeckt. Ich weiß noch, wie ich nach meinem ersten Drehtag dachte, ich werde bestimmt gefeuert. Ich fand mich furchtbar. Als meine Mitbewohnerin mit dem Telefon ankam und sagte, für dich, John Carpenter, dachte ich, das war's. Aber er sagte mir, wie froh er über die Arbeit des ersten Tages war. Das fand ich toll. Jamie Lee Curtis nutzt ihre Chance. Mit derselben Energie wie ihre Figur, die ihre Kräfte vervielfacht, um dem Monster zu entkommen, will sie beweisen, dass sie eine echte Schauspielerin ist. Und vielleicht sogar eine würdige Erbin. Denn Jamie Lee Curtis ist keine Unbekannte. Sie ist die zweite Tochter von Janet Leigh und Tony Curtis, zwei Schauspielern aus Hollywoods goldenem Zeitalter. Beide spielten in Filmen, die Kinogeschichte geschrieben haben. Trapez, manche mögen's heiß, Im Zeichen des Bösen, Psycho. Das Mädchen wächst im Schatten dieser beiden Stars auf, mit allem, was das mit sich bringt. Einem gewissen Luxus, Eskapaden. Aber auch mit Scheidungen und Wiederverheiratungen. Eine Jugend hin und her gerissen zwischen Alltag und Starrummel. Vor der Kamera eines Journalisten versucht sich die Fürige eingerahmt von ihrer Mutter und ihrem Stiefvater zu profilieren. This is Mr. Dunphy, our daughter Jamie Curtis. Nice to have you here. Did you have a good day? Glad you could make it. Oh, why don't we sit over there? Come on, honey. You ever think of following in your mother's footsteps? Well, I like dramatics. I mean, I'm taking drama at school. And I just like to pursue it, you maybe. You have that in mind, maybe? And yes. You're not, huh? I have a lot of ideas, but that's one of them. Mit 18 bricht Jamie Lee Curtis ihr Studium ab und beschließt, an Castings teilzunehmen. Sie bekommt eine Rolle in der Fernsehserie Operation Petticoat. Danach folgen weitere TV-Auftritte, mit denen sie hofft, auf sich aufmerksam machen zu können. I'm sorry, I was looking for someone. You won't find who you're looking for in here, mister. I'm sorry. You buy that here?
Zur selben Zeit bereitet der Regisseur John Carpenter seinen ersten Horrorfilm vor. Das Team besteht hauptsächlich aus Freunden und jungen Technikern, wie der Fotografin Kim Gottlieb, die die Arbeit dieses neuen, unabhängigen Kinos unmittelbar am Set einfängt. Alle kennen ihre Aufgabe. Nur ein großes Fragezeichen schwebt über der Produktion. Welchem jungen Mädchen will man die Hauptrolle anvertrauen? Zwischen den Filmemachern und der Produktionsfirma wird intensiv diskutiert. Ein Zufall spielt Jamie Lee Curtis in die Hände. Janet Leigh, ihre Mutter, war die Hauptdarstellerin in Psycho, Alfred Hitchcocks Meisterwerk, jenem Film, der zum ersten Mal einen Slasher, wörtlich Schlitzer, in Szene setzt. Ein Argument, das weder die Regie noch die Produktion kalt lässt. In Psycho begeht das Opfer den Fehler, sich allein in ein abgelegenes Motel zu begeben. In Halloween wütet das Monster Michael Myers in den ruhigen amerikanischen Vorstädten, wo Babysitterinnen sich selbst überlassen bleiben. Ein prüdes Amerika, dem freche Mädchen suspekt sind. Die sehen zwar unschuldig aus, denken aber nur ans Rauchen und Flirten und haben es daher verdient, abgemurkst zu werden. Machtlos muss Laurie Strode mit ansehen, wie ihre Freundinnen sterben. Sie ist die einzige Überlebende des Gemetzels. Ohne es zu ahnen, wird sie hier zu einem neuen Archetypus des Kinos, zum Final Girl. In der Figur der Laurie Strode verkörpert Jamie Lee Curtis eine ernsthafte und mutige junge Frau, die sofort Empathie weckt. Für die junge Schauspielerin ist dieser Film weit mehr als ein erster Dreh. Hier lernt sie eine wahre Kinofamilie kennen. Mit John Carpenter und Deborah Hill, die kaum älter sind als sie selbst, entdeckt sie ihre Freiheiten im Spiel und die Quirligkeit einer Low-Budget-Produktion. Der Film wurde im Frühling gedreht, in knapp 20 Tagen und praktisch ohne Komparsen. Jeden Tag streut die Crew falsches Herbstlaub aus. Die Illusion funktioniert. Halloween wird zum Phänomen. Der kleine Film, der nur $320.000 gekostet hat, spielt an der Kinokasse über 70 Millionen ein. Die Hauptrolle bei einem Welterfolg. Ein schönes Karriereversprechen. Und doch bekommt Jamie Lee Curtis kein einziges neues Angebot für einen Kinofilm. Sie befürchtet, wieder in Vergessenheit zu geraten, wie so viele junge Darstellerinnen. Alles geht wieder von vorne los. Wieder spielt sie kleinere Rollen ohne Perspektive, wie in dieser Fernsehserie, wo sie eine Szene mit ihrer Mutter hat. Hello there. Gail. Oh, hi. Oh. Hi, sweetheart. What are you doing here? We didn't expect you to see us all. Oh, well, any chance I get to see my baby? Janet Leigh, ausgebildet in der Schule des Studios, kennt die harten Branchengesetze. Es gibt da ein Missverständnis. Filmstars liegen nicht ständig auf der Chaiselongue und schmeißen sich Bonbons rein. Wir arbeiten. Wir stehen um 4:30, 5 auf, arbeiten den ganzen Tag und müssen immer so sein. Verstehen Sie? Es ist Arbeit. Die Lektion ist eindeutig. Jamie Lee Curtis nimmt jede Rolle, die man ihr anbietet. Von einfachen Auftritten in TV-Serien wie Drei Engel für Charlie bis zur Moderation in einem Dokumentarfilm von John Landis. Hi, I'm Jamie Lee Curtis and this is Castle Dracula, Universal Studios. Schließlich ist es erneut John Carpenter, der sie wieder zum Kino bringt. Look into the darkness across the water. Look for the fog. John Carpenter's The Fog. What in the living hell is out there? John Carpenter führt eine neue Generation von Regisseuren im Horrorfilmgenre an. In diesem Zombie-Film trifft Jamie Lee Curtis wieder auf ihre Filmfamilie und auf die elektrisierende Hektik von Low-Budget-Drehs. There's something in the fog. Sie wird zur bevorzugten Schauspielerin der neuen B-Movie-Regisseure, erhält Anfragen von überall, aus Kanada, aus Australien. Sie ist jetzt die bekannteste Scream-Queen ihrer Zeit.
Was mir schon immer aufgefallen ist, das Publikum erwartet bestimmte Dinge von bestimmten Künstlern. Von Steve Martin wollen sie immer hören, ich bin ein wilder und irrer Typ. Und es gibt keinen Auftritt von Springsteen, ohne dass er Born to Run singt, stimmt's? Viele von ihnen haben mich in Halloween und Nebel des Grauens gesehen. Danke. Und sie erwarten alle nur eins von mir. Nun denn, das hier ist für Sie. Drei Jahre nach dem ersten Halloween-Film kehrt sie zurück in die Welt des John Carpenter, zur Figur der Laurie Strode und zu ihrem Widersacher der ersten Stunde, zu Michael Myers. Wie herauskommen aus dieser Sackgasse? Wie noch etwas anderes verkörpern als eine junge Frau, die von einem Mörder verfolgt wird? Mit 23 Jahren beschließt die Schauspielerin, keine Scream-Queen-Rollen mehr anzunehmen. Das Risiko, damit ihre Karriere aufs Spiel zu setzen, nimmt sie in Kauf. Was wäre die perfekte Rolle für eine Jamie Lee Curtis? Gibt es etwas, das Sie unbedingt spielen wollen? Nein. Ich möchte im Grunde einfach nur arbeiten. Heutzutage kann man als Schauspielerin nicht sagen, wie man die eigene Karriere gestalten will. Es gibt nur das, was man hat. Die Rollen fliegen einem nicht zu. Es herrscht extremer Konkurrenzkampf. Ich will einfach nur weiterarbeiten. Jamie Lee Curtis wollte eine Figur spielen, die einen Gegensatz zum braven Halloween-Mädchen darstellt. Sie bekommt die Rolle der Dorothy Stratton, ein Playboy-Model, das von seinem Ehemann ermordet wurde. Jetzt verkörpert sie auf einmal eine ganz andere Fantasievorstellung, das platinblonde Sexsymbol. Der Film erzählt vom tragischen Schicksal eines Starlets, das zum Objekt der Begierde wird. Was für andere junge Schauspielerinnen schnell zur Falle werden kann, ist für sie die Chance, eine andere Facette ihres Könnens zu zeigen. Jamie Lee Curtis schlägt ihren eigenen Weg ein, von einem Stereotyp zum nächsten. Wie Ophelia, ihre Rolle in Die Glücksritter, gleitet sie mit großer Natürlichkeit von einer Welt in die andere. In dem Film von John Landis trägt sie ein eng anliegendes Kleid, das ihre makellose Figur betont, und eine Perücke, die sie völlig verändert. Und trotzdem manifestiert sich in dieser Rolle endlich ihr Stil, ihre Einzigartigkeit. Für die Besetzung von Ophelia erinnert sich John Landis an das lustige und natürliche junge Mädchen, das er für seinen Dokumentarfilm über Horrorfilme gecastet hatte. Der Regisseur will Jamie Lee Curtis für seinen nächsten Film. Doch wie setzt er das bei den Studios durch? Für die hat sie nur in ein paar B-Movies mitgespielt und ist deshalb abgestempelt. Landis lässt sich nicht beirren. Er weiß einfach, dass sie Furore machen wird. The only thing I got going for me in this whole big wide world is this body, this face and what I got up here. Mit einer einzigen Geste behauptet sich Jamie Lee Curtis so, wie sie ist. Ungekünstelt und gegen den Hollywood-Kanon. Die Rolle ist klein und auch ein wenig freizügig, aber was soll's? By the way, food and rent are not the only things around here that cost money. You sleep on the couch. Zum ersten Mal spielt sie mit zwei echten Kinostars zusammen, mit Eddie Murphy und Dan Aykroyd. Sie ist gerade mal 25 Jahre alt und hat schon eine kleine Filmkarriere hinter sich. Und doch sieht man sie auf Fotos kaum lächeln. Allem Anschein zum Trotz hat sie Komplexe. Als Mädchen vermeidet sie es zu lächeln, weil ihre Zähne grau sind. Eine Folge von Medikamenten, die ihre Mutter während der Schwangerschaft eingenommen hatte. Außerdem hat sie einiges an ihrem Gesicht auszusetzen. Hat ihr gutes Aussehen Ihnen auch einmal geschadet? Ich fühle mich sehr geschmeichelt. Ich habe mich eigentlich nie für besonders hübsch gehalten. Ich bin immer davon ausgegangen, dass ich die unattraktiven Mädchen spielen soll. Mein gutes Aussehen konnte mir gar nicht schaden, weil ich mich gar nicht als besonders gut aussehend empfinde. Ich sehe eher seltsam aus. Mein Gesicht ist total schief, als wäre ich bei der Geburt in einem schrägen Winkel rausgekommen. Auf dem Weg die Rutsche runter und sie irgendwie komisch rausgeflutscht sein. Ich habe ein schiefes Lächeln. Ich bin krumm und schief. Wie kommt man damit klar, die Tochter von zwei für ihre Schönheit gerühmten Hollywood-Stars zu sein?
Janet Leigh und Tony Curtis waren eines der glamourösesten Paare in Hollywoods goldenem Zeitalter. 1958 wird die Geburt ihrer Tochter in der Presse bekannt gegeben. Ihre ganze Jugend hindurch füllen ihre Familienfotos die Boulevardseiten der Zeitschriften. Sie wächst in einem jener Starhaushalte auf, die ihre Privatsphäre am Beckenrand von Swimmingpools kultiviert. Dieses Hochglanzglück kaschiert einen Riss. Sie ist 4, als sich ihre Eltern scheiden lassen. Das kleine Mädchen bleibt bei der Mutter und wächst getrennt von ihrem Vater auf. Ihr burschikoses Äußeres zeugt von einer inneren Auflehnung. Auf den Fotos gibt es von nun an einen großen Abwesenden. Um den Faden der Familiengeschichte weiterzuspinnen, betont Jamie Leigh Curtis in der Öffentlichkeit die Nähe zu beiden Eltern. Von sich selbst vermittelt sie das Bild einer Frau, die trotz der Trennung und gegen alle anderen Widerstände immer mit sich im Reinen war. Los Angeles in den 80ern. Sport erobert die Straße. Ganz Amerika will einen gesunden Körper zeigen. Eine Sportart macht besonders Furore: Aerobic. Ein Symbol dafür, dass sich Frauen die Macht über ihren Körper zurückholen, den zu beurteilen lange den Männern vorbehalten war. I hope you're ready for a great lower body class. First part, the aerobics class, is a low impact workout and eventually... Jane Fonda hat die neue Mode bei den Amerikanerinnen salonfähig gemacht und ihnen die Türen der Fitnessstudios geöffnet. Der neue Gruppenzwang erfasst auch das Kino. Für ihren nächsten Film arbeitet die 27-jährige Schauspielerin an ihrem Körper, bis er dem neuen Ideal entspricht. Androgyn, muskulös, sexy. In Perfect verkörpert sie Jessie Wilson, eine ehemalige Leistungsschwimmerin, die Fitnesstrainerin wird. Ihr Gegenüber ist der Tänzer-Schauspieler mit dem größten Sexappeal Hollywoods, John Travolta. Really enjoyed watching your class. You're great. Thanks. Really good. I'm a reporter for Rolling Stone. I'm doing a story about the sports connection here. Really? Yeah. Rolling Stone? Yes. Mit Körperbewegungen und lasziven Hüftschwüngen weist die Schauspielerin den Kollegen in die Schranken, bis sie ihn entthront und selbst The Body wird. Abgesehen von ihrer perfekten Figur stellt Jamie Leigh Curtis ihre Jessie als eine Frau dar, die versucht, eine tiefsitzende Kränkung zu überwinden. Wie die Figur im Film hat auch die Schauspielerin noch immer kein Selbstvertrauen. Das gesteht sie Jahre später. Ich sag Ihnen was. All die Zeit, die ich damit verbracht habe, zu denken, ich wäre nicht gut genug, jemand anderes wäre besser als ich, was würde ich dafür geben, diese ganze Zeit? All diese sinnlosen Vergleiche mit anderen. Energieverschwendung. Ich würde betteln und flehen. Ich würde alles tun, wenn ich diese Zeit zurückkriegen könnte. Dabei bekommt sie allmählich Anerkennung in der Branche. 1984 erhält sie für die Rolle der Ophelia in Die Glücksritter den prestigeträchtigen BAFTA-Preis. Durch diese Rolle wird der Regisseur John Cleese auf sie aufmerksam. Das berühmte Mitglied der Komikergruppe Monty Python, bekannt für seinen schrägen Humor, wünscht sie sich als prominente Partnerin. John Cleese hat extra für Jamie Leigh Curtis ein Drehbuch geschrieben. Er ist überzeugt, dass der Film ein Riesenerfolg wird. Als Ein Fisch namens Wanda herauskommt, schießt er sofort an die Spitze des Boxoffice. Bis heute steht der Film auf der Liste der besten amerikanischen Komödien. Hi Ken. Hallo, Wanda. John Cleese schreibt der Schauspielerin die Rolle auf den Leib. Und er fördert ihr komödiantisches Talent zutage. Sie spielt Wanda, eine witzige und verführerische Manipulatorin, die einer Bande skurriler Gauner angehört. That was fun. I love robbing the English. They're so polite. What is it, Ken? The dog. We didn't hit the dog, Ken. It's okay. $20 million. He's worried about an insect. Zum ersten Mal hat eine Frau ihren Platz in der turbulenten Welt der Monty Pythons. Shut up. Ken? Hi.
Bei den Dreharbeiten in London ist Jamie Lee Curtis mit den Komikern auf einer Wellenlänge. What do you really want out of life, Wanda? I don't know. Why do I like you so much? Archie. Hm? Do you speak Italian? I am Italian. Sono italiano in spirito. Fernab vom Druck Hollywoods geht die Schauspielerin aus sich heraus. Als der Regisseur von ihr verlangt, sich für eine Verführungsszene auszuziehen, schlägt sie vor, den Spieß einmal umzudrehen. Dieser Glückszustand hält auch nach den Dreharbeiten an. Jamie Lee, how did you get on with these talented men that surround you in this whole film? Well, because I'm totally untalented, it was very difficult. But I learned a lot, and I'm even learning how to spell better. Thank you. What is that on your cheek? This is the same as the kiss that I have on the poster for the movie. He hasn't washed his face since I kissed him. I have that effect on people. Als Schauspielerin befindet sich Jamie Lee Curtis in einer Phase größter beruflicher Erfüllung. Eine andere Begegnung verändert ihr Leben als Privatperson. Er ist Engländer und Schauspieler. Er heißt Christopher Guest. Er hat gerade in Spinal Tap mitgespielt, einem Fake-Dokumentarfilm über eine Fake-Heavy-Metal-Band. In dieser Parodie auf die Rockszene verkörpert er den durchgeknallten Gitarristen. Beim Durchblättern des Rolling Stone Magazins stößt sie auf ein Foto von ihm. Ohne falsche Scham, ja geradezu genüsslich, beantwortet die Schauspielerin in Talkshows die unvermeidliche Frage nach der Begegnung ihres Lebens. Das war 1984. Ich war Single und meine Freundin Deborah Hill kam zu Besuch. Wir schauten in die Mai-Ausgabe des Rolling Stone mit Cyndi Lauper auf dem Cover. Wir haben rumgeblättert, dann stießen wir auf diese drei Typen. Damals prophezeit sie der Freundin, sie würde den Mann rechts auf dem Foto heiraten. Sie geht so weit, dem Agenten des Schauspielers ihre Telefonnummer zukommen zu lassen. Christopher Guest ruft nie zurück. Doch wie das Leben so spielt, laufen sich die beiden ein paar Wochen später zufällig in einem Restaurant über den Weg. Er schaute mich an und machte so. Und ich machte so. Und ich dachte nur, ach du Scheiße. Ich habe diesen Typen angerufen und ihm meine Nummer gegeben und er hat nie zurückgerufen. Und dann stand er wieder auf, als er fertig gegessen hatte. Er wollte gehen und stand da und machte so. Und ich so. Wie kann man dieser Frau widerstehen, die alles auf eine Karte setzt? Mehr als 30 Jahre später, als er zum Film Spinal Tap befragt wird, erzählt Christopher Guest auf seine Weise, wie wichtig diese Begegnung für ihn war. Ich war in einem Hotel in Los Angeles und wartete in der Lobby auf einen Freund. Eine englische Band war gerade am Einchecken, das war 1974. Ein Manager und vier Musiker gingen auf den Empfang zu und der Manager legte los. Ich wartete weiter auf meinen Freund. Da fragte der Manager einen der Musiker, wo ist dein Bass? Was? Wo ist dein Bass? Keine Ahnung, den habe ich wohl am Flughafen vergessen. Du hast deinen Bass am Flughafen vergessen? Keine Ahnung, wo sonst? Woher soll ich das wissen? Ich frage dich. So ging das 15 Minuten lang. Ich glaube, ich war in meinem Leben nie wieder so glücklich. Außer an dem Abend, an dem ich meine Frau kennenlernte. Das erste Treffen der beiden findet im Juli 1984 statt. Sechs Monate später heiraten sie. Jamie Lee Curtis nimmt Rache am Hollywood-Fluch der ständigen Scheidungen und Neuverheiratungen. '88 nimmt Jamie Lee Curtis ihren Mann und die 18 Monate alte gemeinsame Tochter mit nach New York zu den Dreharbeiten von Blue Steel. Regie führt diesmal eine Frau, Catherine Bigelow. Die kommt aus der New Yorker Underground-Szene, eine Künstlerin, die auf beeindruckende Weise mit den Codes von Genrefilmen zu spielen versteht.
Die Regisseurin fordert von Jamie Lee Curtis die Verkörperung einer Polizistin, die sehr feminin ist, sich aber auch in einer brutalen Männerwelt behaupten muss. I looked at those guys, the men in blue, and I thought to myself, nobody fucks with a cop. Ever since you were a kid, huh? Yeah, I wanted to shoot people. No kid? Die Rolle ist ihr wie auf den Leib geschrieben. Genau wie die Figur der Polizistin Megan Turner legt die Schauspielerin in ihrem Beruf ein bedingungsloses Engagement an den Tag. Catherine Bigelow lässt ihre Darstellerin in die Welt der Gewalttätigkeit von Großstädten eintauchen und die der Männer. Police, don't move! Put the gun down! Get out of my face, baby. I said put the gun down now! Oh, fuck you! Innerhalb von Sekunden verliert die junge Polizistin ihr Selbstvertrauen und sieht sich sogleich der Frauenfeindlichkeit und Allmacht des ganzen Systems ausgesetzt. 24 hours later she's off the force. It was justifiable circumstances. What did he draw on you? Looked like a 44. Why didn't you just tackle him? Because he was 40 feet away. So then how could you tell if it was a 44? Because I could. In dieser von Männern beherrschten Welt hat eine Frau nicht das Recht, Fehler zu begehen. In case you haven't figured it out yet, Turner. Every aspect of your life is my business. I own you. Die junge Polizistin Megan hat geglaubt, ihre Uniform und ihre Waffe würden sie schützen. Dann muss sie erkennen, dass dem nicht so ist. Auch Jamie Lee Curtis kennt diese Verunsicherung. Es gibt viele Nachtdrehs. Die Schauspielerin, die so gerne eine gute Mutter wäre, sieht ihre Tochter kaum. Die harte, erschütternde Rolle berührt einen wunden Punkt in ihr und lässt gewisse Kindheitstraumata wieder hochkommen. Sie leidet noch immer unter den Folgen der Skandale ihres Vaters, seiner Wiederverheiratungen und der langwierigen Überwindung seiner Alkoholsucht. Ich habe versucht, mich ein bisschen um ihn zu kümmern. Wie gesagt, es gab eine Zeit, da lebte er mit all seinen 5 Kindern zusammen. Und ich war die Geächtete. Dann wieder gab es Zeiten, da war ich die Einzige, die mit ihm Kontakt hatte. Während Megan Turner in die New Yorker Nacht entschwindet, beendet Jamie Lee Curtis die Dreharbeiten mit einer Gewissheit. Ab jetzt hat die Familie Vorrang. Ein Schlüsselmoment in ihrer Karriere. Endlich spielt sie die Hauptrollen in Kinofilmen, doch wieder trifft sie radikale Entscheidungen. Are you comfortable? Oh yeah. All right. I'm a little nervous. Okay, I'm a lot nervous. What do you have to be nervous about? Well, nothing. Sie verabschiedet sich von der Kinoarbeit. Stattdessen tritt sie in der Sitcom Alles außer Liebe an der Seite von Komiker Richard Lewis auf. Die familiäre Drehatmosphäre und die Aufgeregtheit durch die Live-Aufnahmen erinnern sie an ihre Anfänge. So findet Jamie Lee Curtis einen Kompromiss zwischen ihrer Schauspielerei und ihrem Dasein als Mutter. Hollywood fasst diesen bewussten Rückzug als Affront auf. Noch Jahre später muss sie sich rechtfertigen. Ich habe nie von Aufhören gesprochen. Der Ausdruck stammt nicht von mir. Das Wort Aufhören habe ich nie benutzt. Ich habe nur gesagt, dass ich meine Kinder aufziehen will. Das ist ein großer Unterschied. Doch in den 90er Jahren, wie ihre Figuren, die sich der Gewalt in der Welt stellen, kehrt Jamie Lee Curtis wieder zurück in die Arena. Ich hörte immer den Rocky-Titelsong im Auto, wenn ich zum Vorsprechen fuhr. Ein tolles Geständnis. Solche Selbstironie ist ungewöhnlich für Hollywood, hilft ihr aber, fehlendes Selbstbewusstsein zu überwinden und sich von den anderen abzuheben. Ich fragte mich nur, wie kriegen wir das eigentlich hin, verdammte Scheiße? Wie schafft man es, diesen wahnsinnigen Beruf auszuüben? Und nach jedem Casting-Misserfolg weiterzumachen beim Kampf um die Hauptrollen.
Ich habe ja versucht, Rollen zu bekommen. Ich bin zu Probeaufnahmen gerannt, ich und Deborah Winger, immer wieder ich und Deborah Winger, wirklich sehr, sehr oft. Und jedes Mal kriegte Deborah Winger die Rolle. So war das. Und dann klingelt das Telefon, ein-, zweimal in deinem Leben, und du fragst dich, wie kommt das jetzt zustande? Aus welchem Grund auch immer, es passiert einfach. I'll get it. Hello? Taurus. Am anderen Ende der Leitung James Cameron. Yes? Der Regisseur von Terminator will ihr eine anspruchsvolle Mission anvertrauen. Danach geht es zu wie in einem Spionagefilm. Die Schauspielerin muss das Drehbuch unter Aufsicht eines Assistenten lesen, der es sofort wieder mitnimmt, damit keine Kopien davon in Umlauf kommen. Ihr Agent glaubt nicht an das Projekt. Doch wider Erwarten bekommt sie die Rolle als Frau von Arnold Schwarzenegger. Für die Schauspielerin, die sich immer dann am wohlsten fühlt, wenn ihr Humor gefragt ist, ist es eine Rolle ganz nach ihrem Geschmack. Sie darf zwei Frauenklischees des Kinos auf einmal verkörpern. Die unbeholfene Gattin und die femme fatale. Immer mit einem Bein in der Karikatur übertrifft sie die Erwartungen des Regisseurs und macht ihre Auftritte durch ihr virtuoses Spiel zu Kultszenen. Es ist nie leicht, Aufnahmen zu machen, in denen man sich exponiert, sich verletzlich macht in körperlicher Hinsicht. Ich versuche immer, alles mit Humor anzugehen. So komme ich durchs Leben, so bewältige ich meinen Beruf. Also habe ich am ersten Tag am Set mein Kleid fallen lassen und gesagt, okay, jetzt können mich alle mal unter die Lupe nehmen. Ich habe mich vorgebeugt, mein Bein aufs Bett gelegt und mich am Bettpfosten gerieben. Dann sagte ich, okay, jetzt haben es alle gesehen, an die Arbeit. Mit 36 hat sie begriffen, dass Selbstironie ihre beste Waffe ist. Und mittlerweile weiß sie genau, wie sich ein Striptease-Auftritt in eine legendäre Szene verwandeln lässt. Der Film kommt heraus und stürmt bei den Einspielergebnissen direkt an die Spitze. Jamie Lee Curtis steigt auf in die Kategorie der Schauspielerinnen, die bankable sind, und bekommt für ihre Rolle in True Lies einen Golden Globe. Jamie Lee Curtis, True Lies. Wissen Sie was? Ich habe einen Zettel meiner Tochter rausgeholt gerade eben, direkt vor der Verkündigung. Wirklich, da stand drauf, True Lies, Mama. Echt wahr. Jim, danke hierfür. Danke für die Rolle der Helen. Danke, dass du mich die Helikopter-Szene hast machen lassen am Tag von meinem 35. Geburtstag. Jamie Lee Curtis macht Karriere, führt eine glückliche Ehe und hat zwei Kinder. Sie schafft es, von ihrem Beruf zu leben und gleichzeitig ein Familienleben zu bewahren. Sie hatte geschworen, nie wieder einen Horrorfilm zu drehen. Aber sie sehnt sich zurück nach Dreharbeiten mit ihrer Kinofamilie. Sie bittet ihre zwei Mentoren und Freunde, John Carpenter und Deborah Hill, sich noch einmal ihrem unbarmherzigsten Gegner Michael Myers entgegenstellen zu dürfen, doch diesmal in einer Studioproduktion. Die Idee gefällt den Filmemachern, doch letztlich sind sie bei diesem Abenteuer nicht mit von der Partie. Sie trägt das Projekt ganz allein. 20 Jahre nach dem ersten Halloween-Film findet sie zurück zur Figur der Laurie Strode. Einst hat ein weltweites Publikum sie in dieser Rolle entdeckt. Diesmal entdeckt sie sich darin selbst. Im neuen Teil ist Laurie Strode eine reife Frau, Leiterin eines Internats, geschieden und deshalb alleinerziehende Mutter eines 18-jährigen Sohnes, gespielt von Josh Hartnett, für den es die erste Kinorolle ist. Ja, please. Thanks. It's okay. Alle Jahre wieder bringt das Halloween-Fest für Laurie Strode das Trauma zurück. Genau wie ihre Figur ist auch Jamie Lee Curtis nicht in der Lage, ein unerklärliches Unbehagen abzuschütteln. In Halloween Age 20, 20 Jahre später, hat Janet Leigh einen kleinen Auftritt. Obwohl sie nicht die Mutter von Laurie Strode spielt, hat der Dialog der beiden etwas Verstörendes. Miss Tate, No, it's not my place. If I could be maternal for a moment. I don't like to see you like this. I've seen you
like this before, and we've all had bad things happen to us. The trick is to concentrate on today. What do I know? You just take care of yourself, okay? Thank you very much. I'll see you Monday. Ist Janet Leigh bewusst, dass ihre Tochter Probleme hat? Der Film wirft die Frage nach Traumata auf. Jamie Lee Curtis verkörpert eine Laurie Strode, die ihre Einsamkeit mit Alkohol in Schach zu halten versucht. Mit dieser Rolle gerät das Leben der Schauspielerin noch einmal ins Wanken. Jahre später spricht sie offen über ihre Suchtprobleme. Ich war sehr lange heimlich abhängig von Vicodin, über 10 Jahre lang. Das wusste niemand, außer einer brasilianischen Heilerin, die wohnte damals bei uns. Eines Tages stand ich mal wieder in der Küche, die Tasche voller Vicodin, ein Glas Wein auf dem Tisch. Es war 5 Uhr, Vico-Zeit, ein fester Termin am Tag, wie die Cocktailstunde. Ich nahm mir 5 Vicos, steckte sie mir in den Mund und spülte sie mit einem Schluck Wein runter. Da hörte ich hinter mir folgende Worte. Jamie, ich kann dich sehen. Ich sehe dich und deine kleinen Pillen. Du hältst dich für so fantastisch, für so toll. Doch in Wirklichkeit bist du tot. But the truth is, you're dead. Du bist eine tote Frau. Dass es jemand gesehen hatte, machte es mir erst bewusst. Und das war ein großer Schock. Abhängigkeiten sind in der Scheinwelt von Hollywood keine Seltenheit. Der Alkohol hilft Jamie Lee Curtis, über den verheerenden Nebensatz eines Kameramannes hinwegzukommen, der keine Aufnahmen von ihr machen will, weil sie angeblich Tränensäcke hat. Eilig lässt sie den Makel mit einem kleineren Eingriff entfernen. Doch in der Folge wird sie abhängig von Schmerzmitteln. Die Droge hilft ihr, auch andere während ihrer Laufbahn angehäufte Verletzungen zu überwinden. Einer Karriere, in der ihr Selbstwertgefühl allzu oft mit Füßen getreten wurde. Es ist hart fürs Selbstwertgefühl. Wie soll man das denn sein ganzes Leben lang durchhalten? Ich bin 58. Ich bin Schauspielerin, seit ich 19 war. Jamie Lee Curtis macht einen Entzug. Ein Kampf, den die Schauspielerin mit fast 60 bewusst auch öffentlich austrägt. Wozu der ganze Ruhm, wenn ich ihn nicht gewissermaßen an mich reiße und dann wieder rausrücke? Am besten mit einem positiven Effekt. Ich glaube daran, dass Personen des öffentlichen Lebens eine Rolle spielen müssen und Verantwortung tragen. Wie gesagt, ich bin doch hier, um zu helfen, dass die Debatte möglichst breit geführt wird. Nachdem sie den härtesten Kampf ihres Lebens durchgestanden hat, überrascht die Schauspielerin einmal mehr mit ihren Entscheidungen. In Hollywood werden Schauspielerinnen jenseits der 40 häufig ausrangiert. Wer dem Trend widersteht, sieht sich reduziert auf die Rolle der bösen Alten oder der betrogenen Ehefrau. Jamie Lee Curtis dagegen bekommt häufig die Rolle der unverkrampften und skurrilen Mutter. So wie in Freaky Friday, wo Mutter und Tochter im Körper der jeweils anderen gefangen sind. Jamie Lee Curtis spielt hier gemeinsam mit Lindsay Lohan, damals der aufsteigende Stern bei Disney. I beg your pardon. Oh, I'm like the crypt keeper. Okay, that's enough. Nach ein paar Drehtagen fordert der Regisseur sie auf, ihr Spiel zu zügeln. Sie hat nur eine Antwort. Er soll sie spielen lassen, wie sie ist. Eine Frau, die sich von ihrem Image befreit hat und bereit ist, sich vor allen anderen lächerlich zu machen. Ready? Okay. So wie in der Rolle der Mutter in Du schon wieder. Für sie, die schon immer auf Etikette gepfiffen hat, kommt es nicht mehr in Frage, etwas anderes zu sein als sie selbst. Mom! Yeah!
Ganz ehrlich, den ganzen Film über habe ich nach Dingen gesucht, die ich tun könnte, um nicht nur dumm rumzustehen. Immer wenn ich etwas Albernes finde, versuche ich es. Hello, excuse me. I'm looking for a ham, a hickory honey ham. Ihre Rolle in Verrückte Weihnachten mit einigen komischen Szenen bietet ihr die Gelegenheit, noch weiter zu gehen, ihr Image noch mehr zu torpedieren. Mitte der Nullerjahre übernimmt sie eine Rolle nach der anderen. Jamie Lee Curtis hat sich mit ihrem Stil durchgesetzt, mit diesem Hang zum Durchgeknalltsein. Ihre Regisseure nutzen das, um den von ihr verkörperten Figuren ein bisschen Seele einzuhauchen. Zum Beispiel diese ätzende Dekanin. I hate sororities and I hate you. Oder diese despotische Kriegsministerin. All right, good enough for me. Oder diese unverwüstliche Erbin. No. Mit ihrer besonderen Herangehensweise an die Darstellung ihrer Figuren und mit ihrer originellen Spielweise hat sie sich in Hollywood eine Sonderstellung erarbeitet. Sie gibt ihre Erfahrungen an die jüngere Generation weiter, zum Beispiel an diese andere Königin des Horrorfilms, an die in der Serie American Horror Story auftretende Künstlerin Lady Gaga. Ich war mal Jurymitglied beim Filmfestival in Cannes. Ich weiß noch, wie ich dachte, da muss ich besonders gut und gewitzt sein. Ich kam mir so klein vor, fühlte mich sehr unsicher. Dann lief mir der Filmemacher Terry Gilliam über den Weg, ein sehr interessanter Typ. Er fragte mich, was ich so mache. Ich habe ihm geantwortet, ich würde wirklich gerne mehr machen, mich noch mehr fokussieren und viel ernsthafter an meine Arbeit herangehen. Er schaute mich an und meinte nur, hör doch mal auf, eine verdammt gute Schauspielerin sein zu wollen und tu einfach das, worin du verdammt gut bist. Um diese anderen Anteile ihrer Persönlichkeit zu kultivieren, benutzt sie Nebenwege fernab der üblichen Konventionen. Mit 38 fängt Jamie Lee Curtis an, Kinderbücher zu schreiben. In ihren Geschichten erzählt sie von der Komplexität des Mutterseins. Sie selbst hat zwei Kinder adoptiert, weil Familie für sie immer etwas ganz Wesentliches war. Das ist nicht nur ein Buch über Adoption. Es ist ein Buch, das viele Fragen, die Adoption aufwirft, Leuten nahebringt, die darüber nichts wissen. Adoption heißt, eine Familie aufzubauen. Mit der Einbindung eines Kindes in dein Leben, wie auch immer dieses Kind zu dir kommt, entsteht eine Familie. Bei einer Lesung vertraut die Starschauspielerin, die nun auch Autorin ist, einer Schulklasse an, was sie auf eine einsame Insel mitnehmen würde. Ich würde ein Foto von meiner Hochzeit mitnehmen, wo meine ganze Familie drauf ist. Denn ich habe eine Familie mit ganz vielen Familien. Ich bin das Ergebnis vieler verschiedener Ehen und Kinder. Für meine Hochzeit hatte ich mir von meinem Vater gewünscht, dass alle aus meiner näheren Familie in einem Raum zusammenkommen. Es war das einzige Mal in meinem Leben, dass sich alle im selben Raum befunden haben. Und davon habe ich ein Foto. Übrigens guckt keiner in die Kamera, außer mir. Ich stecke da in meinem Hochzeitskleid und mache so. Alle anderen gucken hoch oder runter oder reden mit der Nebenperson. Aber sie waren alle da. Ich würde also ein Foto mitnehmen, auf dem meine ganze Familie drauf ist, um mich daran zu erinnern, von wem ich abstamme. Die Schauspielerin hat sich das Beste ihrer Familiengeschichte bewahrt. Indem sie Privatfotos auf Instagram postet, hält sie eine Hollywood-Legende aufrecht und beansprucht gleichzeitig ein künstlerisches Erbe. In der Serie Scream Queen spielt Jamie Lee Curtis die legendäre Szene aus Psycho von Alfred Hitchcock nach. Ungeduldig wartet der Zuschauer auf das mörderische Ende.
I saw that movie 50 times. Lange Zeit hat sie es abgelehnt, als Königin des Horrorfilms abgestempelt zu werden. Heute fordert sie es geradezu ein, mit diesem Foto eine Art ultimative Liebesbotschaft an ihre Eltern. Meine Eltern sind beide tot. Und ich bin aus ihrem Schatten getreten. Ich sonne mich im Glanz meines eigenen Lebens, auch privat. Ich bin schon lange verheiratet und habe zwei tolle Kinder bis zu ihrer Volljährigkeit großgezogen. Also dachte ich, wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn wir es machen wollen, dann richtig. Und das haben wir dann auch getan. Seit 1978 hat sich Halloween zu einem Franchise entwickelt, das mehr als ein Dutzend Mal auf die Leinwand gebracht wurde. Auch wenn Jamie Lee Curtis nicht immer dabei war. Für das Publikum ist sie die einzig wahre Laurie Strode. Ihre Fans versammeln sich auf Conventions, wenn sie aus dem Nähkästchen der Horrorsaga plaudert. Zum Beispiel die lebhafte Diskussion, die sie mit den Produzenten über die Unsterblichkeit des Michael Myers geführt hat. Ich kam da rein und sagte, was zum Teufel ist hier eigentlich los? Ich kapier's nicht. Ihm wurde ein Flock durchs Herz gerammt, der Kopf abgeschlagen, es war alles dabei. Die gucken mich nur an und meinten, Jamie, es gibt eine Klausel im Vertrag mit Mustafa Akkad, die besagt, dass er nie sterben darf. Wie bitte? Die ganze Story baut darauf auf, dass diese Frau aufhört, davon zu laufen, sich umdreht und dem Typen stellt, Auge in Auge, bis einer tot ist. Dafür ist sie bereit zu sterben. Michael Myers mag unsterblich sein, Laurie Strode aber gibt sich nie geschlagen. Eine Seltenheit in Hollywood? Die Schauspielerin darf mit ihrer Figur älter werden. Es gibt keine Lügen, weder über ihr Alter noch über ihre Falten. Sie ist eben nicht mehr das unschuldige junge Mädchen, sondern eine erfahrene Frau mit all ihren Verletzungen. 40 Jahre nach dem ersten Halloween startet Hollywood eine neue Trilogie. Eine junge Generation von Filmemachern eignet sich den Kultfilm aus ihrer Kindheit an. Im neuen Teil haben wir versucht, einen Film über Traumata zu machen. Wie es ist, wenn jemand vor 40 Jahren traumatisiert wurde. Wenn niemand dieser Person hilft, wenn sie keine psychologische Betreuung erhält. Niemand hat ihr geholfen, die Gründe für diesen willkürlichen Gewaltakt herauszufinden. Die Frau, die wir jetzt kennenlernen, musste 40 Jahre mit diesem Trauma leben. Man hat ihr sogar das Kind weggenommen. Für diesen Dreh voller Gewaltszenen verwandelt sich die nun 63-jährige Jamie Lee Curtis in eine Kriegerin. Diesmal verkörpert die Schauspielerin eine paranoide Frau, die sich auf die Rückkehr des Michael Myers vorbereitet. Einmal mehr ist das Monster aus seiner Anstalt ausgebrochen und versetzt die Kleinstadt Haddonfield in Panik. Jetzt bedroht er Tochter und Enkelin der Laurie Strode. Ein letztes Mal beschützt sie ihre Angehörigen so, wie sie selbst gern beschützt worden wäre. Goodbye, Michael. Sie stellt sich dem absolut Bösen und sendet damit eine Botschaft an alle Frauen. Das Final Girl ist nicht mehr allein. Frauen dürfen nie wieder Opfer sein. Wir würden alle am liebsten zu dem 15-jährigen Kind in uns zurückgehen, es umarmen und ihm sagen, es wird alles wieder gut. Jeder von uns ist in der Jugend über Scherben und durch Feuer gelaufen. Niemand, absolut niemand ist da unversehrt durchgekommen. Das gehört zum Prozess menschlicher Entwicklung. Es ist eine schwierige Phase. Die Botschaft, die ich deshalb an Sie, an mich selbst und an alle auf der Welt, die den Film sehen, richten möchte, lautet: Es wird alles wieder gut.
In ihren Rollen überwindet Jamie Lee Curtis immer mehr den Status als Opfer und wird zur Überlebenden. Ihr Werdegang als Schauspielerin spiegelt jene Werte wider, die sie stets hochgehalten hat. Mut, sich seinen Ängsten zu stellen und Entscheidungsfreiheit. Wie ihre atypische Figur in der Scream Queen-Serie wird sie zur Pop-Ikone, indem sie für die junge Generation das Bild einer befreiten Schauspielerin entwirft. Jamie Lee Curtis hat die Codes und Stereotypen des weiblichen Ideals ins Wanken gebracht und so die wahnwitzigste Wette gewonnen, die Hollywood anzubieten hat. Sie hat es geschafft, sie selbst zu sein.